geradeaus durch. Ja, gut. Und Platz aussuchen, ja? Genau. Die Wassersportschule am Dünenübergang 6 in Zingst entdecken sie eher zufällig. Wir kennen hier alle Flecken, aber hier standen wir noch nie. Das ist ein schöner Platz. Ja, also spontan. Katamaransegeln wollten die Rostocker schon immer mal lernen. Es war einfach nie der richtige Zeitpunkt. Bis heute. Die passenden Neoprenanzüge sind schnell gefunden. Einmal für dich XL, sieht zwar groß aus. XL? Ja, probier mal an. Nass werden sie auf jeden Fall. Wir können sie auch nicht. Dazu seid ihr ja hier, dass ihr es lernt. Vor ihrer ersten Schnupperrunde muss jetzt nur noch der Katamaran ins Wasser. Aufgeregt bin ich schon, aber ich denke mal, wir packen das. So, jetzt kann gar nichts mehr schief gehen. Der Wind heute gut für Anfänger. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Dazu kaum Welle. Die beiden Segelneulinge sind erstmal nur Trimmgewichte. So gewöhnen sie sich an den Hobicut. Total easy. Wir haben ja einen guten Fachmann an Bord. Also schön. Ganz, ganz schön. Und mehr davon. Nach der Mittagspause die zweite Runde mit Sonne. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt hat man schon fast ein kleines bisschen Gespür. Jetzt habe ich Feuer gefangen. Nur das Ablegen vom Strand übernimmt diesmal noch der Lehrer. Draußen auf der freien Ostsee darf, nach kurzer Einweisung, Schüler Uwe ans Ruder. Steuern mit Pinne und Segel, einfach ein Gefühl für das Boot und den Wind erfahren. Anlufen, abfallen, verschiedene Kurse segeln. 10 Stunden verteilt auf 2 oder 3 Tage dauert der Katamaran-Grundkurs. Die meiste Zeit davon auf dem Wasser. Wer dann die theoretische und praktische Prüfung besteht, bekommt den weltweit anerkannten Katamaran-Grundschein des VDWS, des Verbandes Deutscher Windsurf- und Wassersportschulen. Jetzt könnt ihr ihn fragen. Ey, geil. Es hat geklickt, es hat geklackt. Er wusste ganz schnell, wie man mit der Ruderanlage und mit dem Segel arbeitet und hat gesagt, so, jetzt machen wir eine Wende und ihr müsst hier so jetzt gerade anlanden. Und auch das hat funktioniert. Das war geil. Einfach herkommen, sich inspirieren lassen und dann learning by doing. Katamaransegeln lernen in Zingst an der Ostsee. Wenn das Wetter passt, jederzeit.